Erinnerung 6. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Stimmt, Subjekt 16 kannte ja die Wahrheit in Assassin's Creed 2. Vielleicht finden wir jetzt heraus, wie er das herausgefunden hat. Meine Fähigkeit ist wieder aktiviert. Ich kann jetzt wieder den hier machen. Hier geht's doch sicherlich auch noch ein bisschen irgendwo hin. Okay, Levelende. Ich begehe einen Freitod. Gut. Im letzten Part haben wir den Sicker-Effekt durchgemacht. Danke. Informieren Sie mich, wenn er sich erholt. Dann arbeiten wir weiter. Sie experimentieren jetzt schon über ein Jahr mit ihm. Der Mann braucht eine lange Pause. Machen Sie Ihren Job, Doktor. Und ich mache meinen. Ja, ja. Alles okay bei dir? Ich weiß, es ist schwer ohne Mom. Unsere Firma kriegt keine Aufträge wegen der beschissenen Wirtschaft. Ich war seit einer Woche nicht arbeiten. Es ist hart. Ich habe einen Scheck geschickt. Der müsste heute oder morgen kommen. Clay ist ein guter Junge. Ein richtig guter Junge. Gleichzeitig wird ihm aber sehr wehgetan bei Abstergo. Durch diesen verrückten Dr. Warren Wittig. Diesen wahnsinnigen Templar-Boss. So, als nächstes müssen wir etwas schneller sein. Komm schon, Baby. Jawohl. Der Rest sollte eigentlich gar kein Problem mehr darstellen. Wir müssen jetzt nur noch auf diese Seite gelangen. Und schon ist es fertig. Einfach diese Pfeiler als Zwischenspeicherpunkte, wenn man so will, benutzen. Dann passiert auch nichts. Gehen wir mal weiter. Ich habe beim Seeker-Effekt kein einziges Fragment aufgesammelt. Verdammt. Scheiße, verdammte. Oh, nee. Was ist denn jetzt los? Naja. Wäre die Lösung nicht so offensichtlich, wäre, dass das hier irgendwo ist. Aha, schau mal einer an. Da haben wir doch was entdeckt. Da haben wir was gefunden. Was ist das denn jetzt? Ah, verdammt. Okay. Na, das ist auch nicht ganz richtig. So ist besser. Jetzt können wir nämlich nach oben. Oh. Das glaube ich jetzt ja wohl nicht. Einfach durchgelaufen. Und am besten einfach mit dem Kopf durch die Wand, ja, durch die Laserwände. Dann gelingt das euch sogar. Eventuell. Oh, bloß ins Datenwasser fallen. Datenwasser, so ist das ein guter Name dafür. Datenwasser. So, dann geht's hier lang. Wir dürfen nur nicht. Okay, los. Los, los. Schneller, 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 schneller. Okay. Ja, ich finde, die Fragmente kann man jetzt eigentlich so gut wie aufgeben. Das wird nix. Okay, das ist auch gelungen. Wenn das Ding einfach über euch ist, also durch euch durchgeht, von unten nach oben, könnt ihr einfach unter euch ja nochmal so ein Teil machen. Also so eins. Und dann gelingt euch das genauso. Das seid ihr eigentlich nur ein wenig aufgehalten. Ne? Jetzt kommen irgendwelche Erinnerungssplitter. Von dem Tor, wo wir wahrscheinlich am Ende durch müssen. Gut. Und jetzt zu Ihrem Zentralrechner. Genau, da müssen wir jetzt mal hin. Zum Zentralrechner. Aha. Ja, ich geb's so, ganz aufgeben kann ich diese optionale Sachen auch nicht wirklich. Das würde meiner Moral widersprechen. Dass ich einfach alles versuche zu machen. Jetzt habe ich auch rausgefunden, was ich bei der Singleplayer-Mission nicht gemacht habe. Ich habe nämlich die sogenannten Piri-Reis-Missionen nicht gemacht. Ich Arsch. Ja.
Ganz schlimmer, sehr, sehr schlimmer Fehler. Ja, wenn ich wieder Zeit finde und nicht so unglaublich viel Bock auf Assassin's Creed 3 habe, dann werde ich vielleicht noch diese Piri-Reis-Mission machen. Sind eigentlich nur so Bombenfreischaltungsdinger. Ich habe ja nicht sehr viele Bomben benutzt. Mir persönlich war es egal, aber... naja... eine von den Missionen habe ich jetzt auch schon gemacht. Nein! Weil es mich interessiert hat. Jetzt sag mal, wieso... ach so, wegen dem Netzdinger. Ja, klar. Muss ich genau ausrechnen, wann man da runter will. Ah, jetzt. Okay. Okay, ich habe einen kleinen Plan. Nein. Der funktioniert aber nur, wenn diese blöden Wände mitspielen. So gefällt mir das Ganze. Da sind Sie ja, Widdick. Wir haben den perfekten Kandidaten, Desmond Miles. Sein Stammbaum passt zu den Erinnerungen von Subjekt 16 an Ezio Auditore. Aber höchstwahrscheinlich wird er die wichtigen Details nicht freiwillig verraten. Desmond ist der Schlüssel zur Auffindung der Edensplitter. Unsere Forscher haben Tests durchgeführt. Wenn wir nur einen davon in einen Satelliten mit dem richtigen Winkel zur Erde platzieren, dann wäre Utopia zum Greifen nah. Ja, das ist es. Ich weiß, was Widdick vorhat. Wir können gehen. Worte, die er wahrscheinlich an Lucy gerichtet hat. Widdick und die Templer sind also auf der Suche weiterhin nach der perfekten neuen Weltordnung. Geleitet natürlich von den Templern. Ah, Moment, das ist jetzt ein bisschen blöd. Da versuchen gerade so zwei Fliegen auf meinem Bildschirm zu poppen. Ah, toll. Wow, was ist denn das, Alter? Okay, gar nicht cool. Nein! Nein! Ha! So mies ist es gar nicht. Yeah! Das Geräusch kann man schon hören, der Raum soll wohl gefährlich sein oder so. Tja, ich bin gefährlicher. Ah, es geht jetzt ab. Können die zwei fliehen? Vermutlich ja nicht, aber... ja, man kann ja mal fragen. Hier noch irgendwo so ein schickes kleines Fragmentchen. Nee. Okay, dann gehen wir mal down. Ja, ja, da oben darf ruhig ausgehen. Hey, schon alle. Oh, ach so. Star Wars. Oh. Okay, die Dinger werden da von diesem weißen Schneezeug nach oben getragen, ja? Die könnt ihr ganz einfach verdecken, indem ihr direkt vor euch so ein Ding hinstellt. Die werden nämlich nach oben geschifft. Die Laser, die dann anfangs da runterkommen, werden dann einfach blockiert. Ihr müsst halt schneller sein, weil sonst erwischt ihr euch die Teile dann schon. Gut. Zack. Oh, was ist das denn? Ein roter Vorhang. Kriegen wir jetzt einen Film oder was? Was ist jetzt los? Lucy, oh. Jetzt kommt Ihre Vorgeschichte zum Tragen.
Falls unsere Animus-Experimente mit Desmond nicht nach Plan laufen, holen Sie ihn raus. Bringen Sie ihn irgendwo hin, wo er seine Geheimnisse gerne preisgibt. Ihre Assassinen sollten Ihnen dabei helfen. Da Desmond unsere E-Mails lesen wird, sorgen wir dafür, dass Ihre geheime Kommunikation mit den Assassinen ungestört bleibt. Wenn Sie drin sind, komme ich und hole die Animus-Bänder. Und spielen Sie die Zornige. Sie müssen sehr überzeugend sein. Desmond wird Sie zum Apfel führen und dann bringen Sie ihn direkt zu uns. Wir zählen auf Sie, Lucy. Sie haben dem Templerorden gute Dienste geleistet und Loyalität vergessen wir nicht. Ach ja, sobald Sie in deren Versteck sind, können Sie ja mal fragen, warum die Sie so viele Jahre im Stich gelassen haben. Oh, an die Filmsequenz erinnere ich mich gar nicht mehr. Stimmt, Lucy war eine Verräterin. Die war eigentlich nie auf unserer Seite. Genau so war's. Nein. Eine Falle. Ich muss durch die Tür. Sofort raus hier. Oder muss ich durch die Tür? Ja. Diese Schlampe. Die hat mich von Anfang an verraten gehabt. Und ich bin reingefallen.